Ali und Cem sind gerade so ein bisschen beim Schlagtraining mit dem Protektor. Vorher war dieses Pratzentraining, das habt ihr schon gesehen. Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal dazwischen und versuchen einfach mal den Cem so ein bisschen euch vorzustellen. Ali ist dabei, ihr habt ihn vorhin ja schon mal gesehen. Da steckt schon ganz schön Bums dahinter, würde man sagen. Ali, Cem, so, euch müssen wir jetzt mal ganz kurz stören. Die Zuschauer haben es gesehen vorhin, ihr habt Pratzentraining gemacht. Jetzt ist das so ein bisschen, eigentlich sieht es aus, Ali sieht so ein bisschen aus, wie wenn er so im 9. Monat schwanger ist. Aber es ist so ein Protektor, ne? Das ist für die Schlagkraft. Genau. Um das Ganze so ein bisschen zu realisieren, natürlich erweiterst du damit auch deine Schlagkraft. Aber das wird speziell so im Pratzentraining mit eingesetzt, überwiegend, um das so ein bisschen zu realisieren. Die meisten kennen es, glaube ich, immer nur auch vom Jahrmarkt, hau den Lukas, dann steht da diese Säule mit dem großen Hammer und dann haut man drauf und dann sieht man, zack, meine Schlagkraft ist so und so viel. Hältst du überhaupt sowas davon, wo man sagt, also das ist sowas, das ist eigentlich Quatsch, sowas auf den Jahrmärkten, das ist nur Verarscherei, das Wirkliche, also kann man das hier bei euch im Gym zum Beispiel, kann man das hier so ein bisschen sehen, kann man das testen, diese Schlagkraft, die man hat, also dass man eine Zahl irgendwo sieht, sondern du merkst es ja jetzt an deinem Körper. Genau, das kann man so ein bisschen spüren, aber testen können wir es hier im Gym nicht. Da gibt es so extra Geräte, wo man, wie gesagt, die Schlagkraft testet, aber das wird dann, wie gesagt, hier ist es nur spürbar. So, neben mir oder zwischen uns steht ein Nachwuchssportler, ein Nachwuchsboxer. Er selber hat für die deutsche Nationalmannschaft bereits geboxt, ist noch Amateur, wird aber dieses Jahr, so wie Ali mir sagte und natürlich auch Cem, 3 Profikämpfe absolvieren. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist natürlich schon ein bisschen verschwitzt. Die haben schon eine ganze Weile trainiert. Herzlich willkommen, Cem. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe gesagt, du hast lange Zeit auch für die Nationalmannschaft geboxt. Wie bist du zum Boxen gekommen? Ja, das war so eine Leidenschaft. Seitdem ich klein bin, auf jeden Fall, wollte ich schon immer boxen. Ich hatte immer so die Leidenschaft, habe damals auch, wo ich als Kind war, immer Boxkämpfe geguckt im Fernsehen. Und dann kam es auch mit der Zeit, dass ich mit 10 angefangen habe. Hier im in Neukölln habe ich angefangen damit, im Kodio. Und dann kamen auch die ersten Erfolge. Mit den kleinen Turnieren fing es an, dann ging es weiter mit den Berliner Meisterschaften, deutschen Meisterschaften und alles. Und dann hat mich dann auch die Nationalmannschaft eingeladen, habe dann auch für die deutsche Nationalmannschaft und alles geboxt. Du boxst ja selber im Cruisergewicht. Vor kurzem ein großes Idol vielleicht, ich weiß es nicht, du würdest es uns noch sagen, Marco Huck hat im Cruisergewicht den letzten Kampf, wir hatten es jetzt schon mehrmals thematisiert, verloren. Gibt es ein Idol, wo du sagst, im Moment aktiver Boxer, das ist so ein bisschen jemand, dem ich nacheifere? Also aktive Boxer jetzt mittlerweile sind schon gute dabei auch, aber es ist jetzt nicht wie früher, wo ein Mike Tyson ein Holyfield war oder Muhammad Ali oder so. Die Zeiten sind ja mittlerweile ein bisschen sozusagen vorbei. Heutzutage könnte ich sagen, als jemand, den man so vorbildmäßig nehmen könnte, wäre vielleicht so ein Golovkin oder, sage ich mal, Anthony Joshua. Der ist auch sehr gut am Kommen auf jeden Fall. Und ansonsten gibt es noch den Lomachenko, der ist auch im Leichtgewicht oder so unterwegs, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber das sind halt Leute, die so Boxen auch sozusagen zu dem machen, was es auch ist eigentlich. Das Boxen muss wieder dahin kommen, wo es mal war. Wieder ein bisschen populärer werden auf jeden Fall. Es geht eigentlich, und das ist ja das, was so in der Allgemeinheit auch im Grunde die Runde macht oder dieser breite Tenor ist. Es geht nicht immer nur ums Geld, wie es auch beim Fußball ist, sondern es geht eigentlich um den Sport an sich, der an erster Stelle stehen sollte. Wie wichtig ist für dich die Musik für den Boxkampf, die Einmarschmusik? Wie motiviert dich das? Oder hast du eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Sänger, Sängerin, wo du sagst, das ist meine nächste Einmarschmusik? Also wir sind mit Hip-Hop aufgewachsen, in Berlin-Kreuzberg, sage ich mal, mit der ganzen Hip-Hop-Kultur und alles. Ansonsten hören wir auch natürlich türkische Musik, aber das ist jetzt keine Motivationsmusik, das ist einfach nur, damit man sich so ein bisschen beruhigt. Aber Hip-Hop generell als Motivation ist immer gut so. Musik ist auch generell auch beim Training
immer so eine Sache, dass es wieder mal den letzten Schub immer so gibt, wenn man nicht mehr kann. Ansonsten natürlich motiviert einen Boxer in einer gewissen Art und Weise auch die Einmarschmusik, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend für den Kampf. Wenn du jetzt hier bei Ali bist, wie ist und ihr macht dieses Konditionstraining, läuft dann so ein bisschen deine Musik, läuft so ein bisschen was Aggressives, um auch den Schützling, den Sportler so ein bisschen zu fordern, so ein bisschen auch herauszufordern? Ali, vielleicht mal an dich. Ja, nichts Spezielles, aber wie gesagt, wir haben schon eine Musik, die uns so ein bisschen motiviert, das Ganze so ein bisschen antreibt und ja, das ist geschmacklich unterschiedlich. Also wie gesagt, wir sind so ein bisschen in die Richtung Hip-Hop. Aber trainiert ihr manchmal schon mit der aktuellen Einlaufmusik? Nein, haben wir noch nicht. Müssen wir noch einstudieren. Und weil wir noch nichts Aktuelles haben. Noch nichts Aktuelles, weil er, wie gesagt, sein erstes Profidebüt noch nicht hatte. Und da wollen wir speziell ein bisschen was gestalten für ihn, was so ein bisschen zugeschnitten ist, wo er sich vielleicht wieder ein bisschen mit identifizieren kann. Es werden drei Profikämpfe dieses Jahr noch stattfinden. Gibt es einen Boxer, wo du sagst, so, gegen den würde ich schon ganz gerne mal antreten? Also gegen die Leute, die ich antreten will, sind auf jeden Fall Leute, die die WM-Gürtel haben. Ich wollte schon seit klein auf immer Weltmeister werden. Darauf trainiere ich auch auf jeden Fall. Das ist mein Ziel, Weltmeister zu werden. Ich will auf jeden Fall genau meinen Traum verwirklichen. Genau, ansonsten die ersten Kämpfe muss man auch alle erstmal aus dem Weg räumen, damit man da angelangt. Genau, ansonsten würde ich auf jeden Fall die Weltmeister auf jeden Fall herausfordern in Zukunft. Das wäre mein Ziel auf jeden Fall. Da sagt der Cembas, er hat natürlich viel vor. Vielleicht wird er irgendwann der neue Weltmeister im Cruisergewicht. Wir wünschen ihm natürlich für die neuen oder für die aktuellen und folgenden Kämpfe viel Erfolg, natürlich auch für das Profidebüt am Ende. Ich glaube, er wird es meistern und vielleicht sehen wir ihn irgendwann auch mal bei der WBSS. Ali hat es vorhin schon gesagt, die wird Boxing Super Series. Dort ist nur noch ein aktueller deutscher Boxer dabei, Jürgen Bremer. Wir können es auch nochmal sagen, am 27. Oktober in Schwerin boxt er gegen, ich glaube, das Viertelfinale ist das noch. Und dort aktuelles Preisgeld 50 Millionen insgesamt werden dort ausgeschüttet. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Anreiz für so einen jungen Boxer wie zum Beispiel Cem, der dann eben sagt, ich wechsle einfach vom Amateur ins Profilager. Denn da wartet natürlich schon das richtige Geld, das große Geld. Aber, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es geht nicht immer nur ums Geld. Nein, hier steht der sportliche Charakter einfach im Vordergrund. Und das ist natürlich auch das, was das Boxen immer mit sich bringt. Diszipliniert muss man sein. Gibt es vielleicht noch eine Empfehlung für junge Leute, die einfach boxen wollen? Vielleicht auch dann mal die Frage an dich, Ali. Was würdest du den jungen Leuten empfehlen? Ja, auf jeden Fall Sport ist die beste Medizin für einen Menschen. Ansonsten, wenn man nicht in die schiefe Bahn geraten will, ist Sport immer das Beste, sei es Fußball, sei es Boxen. Und das hat mich auch meistens von Schwierigkeiten ferngehalten. Und als Sport könnte ich das auf jeden Fall empfehlen. Und wer das als wirklich Beruf machen will, der muss natürlich diszipliniert sein. So, das wäre auf jeden Fall das Wichtigste und sollte Herz mit sich bringen auf jeden Fall. Weil Boxen ist nichts für Weicheier, sage ich mal so. Da kommen wir schon wieder zur Einmarschmusik, auch von ehemals Darius Mijaszewski natürlich, Eyes of the Tiger. Und das ist natürlich nichts für Weicheier. Wir haben es auch diese Titelmelodie hat es vorher natürlich auch der Wasim und so weiter schon erzählt. Die ehemaligen Rocky-Filme wurden alle damit mit dem Untertitel sind sie damit gelaufen. Das war die Musik von diesem Film. Ali, was empfiehlst du jungen Leuten, die in den Boxsport oder insgesamt vielleicht auch in den Leistungssport gehen wollen? Die brauchen Talent. Das hast du vorhin schon gesagt, aber das reicht nicht. Ja, wichtig ist, dass man die gewissen Voraussetzungen mitbringt, aber wichtig ist immer überhaupt, dass man damit anfängt.
dass die Motivation erstmal da ist und dann, dass man den ersten Schritt macht. Und dann nimmt es im Prinzip seinen Lauf. Und natürlich ist Sport zu empfehlen. Sport ist Prävention. Sport ist ein Teil des Lebensabschnitts, gehört einfach dazu. Wie schlafen, essen, muss man Sport auch in sein Leben integrieren. Ist natürlich eine große Empfehlung, spreche ich aus, für junge Leute. Und ich empfehle jedem, den ersten Schritt zu machen und mit Sport anzufangen. Ist eine Bereicherung im Leben. Ich denke, das war ein hervorragendes Schlusswort von Ali Ak, Personal Trainer, Feintuner, so möchte man es sagen. Wir sind heute hier als ganz normaler Serienwagen hier reingegangen ins Holmes Place zu Ali und natürlich auch zu seinem Schützling Cem. Kommen so ein bisschen getuned wieder raus, wie so der Sportwagen unter den Fahrzeugen. Vielen herzlichen Dank, Ali Ak, vielen herzlichen Dank, Cem, für dieses offene, ehrliche Gespräch. Und ich kann es nochmal wiederholen und ich wiederhole es gern. Wer natürlich die DJs, die wir vorhin im Gespräch hatten, einmal live sehen möchte, der ist herzlich eingeladen am 11.11. Club Berlin im Club E4 am Potsdamer Platz. 10x2 Freikarten gibt es zu gewinnen. Ich drücke euch die Daumen und wer es nicht schafft und nicht dabei sein kann, der kann natürlich auch direkt in den Club gehen und holt sich dort die Karten. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt gesund oder werdet es. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Boxing Day TV. Ich freue mich auf euch.